Achtung Leute, jetzt wird's blutig. Wir schauen uns in diesem Video nämlich das Blut der Börse an. Und natürlich wird's nicht wirklich blutig. Was ist das Blut der Börse? Das Handelsvolumen. Alle Käufer und Verkäufer müssen durch ein Orderbuch und das Handelsvolumen ist die Triebfeder der Börse. Ohne Handelsvolumen bewegt sich an der Börse nämlich gar nichts. Großes Handelsvolumen, tendenziell große Bewegung. Kleines Handelsvolumen, tendenziell eher kleinere Bewegung. Es gibt zwei Arten von Handelsvolumen bzw. zwei Betrachtungsweisen. Zwei Arten von Handelsvolumen gibt es natürlich nicht. Es gibt nur ein Handelsvolumen, aber zwei Möglichkeiten, sich das Volumen anzuschauen. Einmal das vertikale Volumen, also das, was wir uns im Chart meistens unten, diese senkrechten Balken, die wir uns da unterm Chart anzeigen lassen, das ist das vertikale Volumen und das ist das Volumen pro Zeiteinheit, die man sich im Chart anschaut. Daneben gibt es aber noch das horizontale Volumen und das ist eben das Volumen pro Preis, also die Stückzahl, die auf einem bestimmten Preis umgesetzt wurden. Und wie das im Chart aussieht und was das für Auswirkungen haben kann, was hier tatsächlich die Märkte bewegt, beziehungsweise was wir daraus lesen können, wenn zum Beispiel erhöhtes Volumen an bestimmten Stellen auftritt, das schauen wir uns im Chart an. Gebt mir am besten jetzt schon mal einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und wenn ihr Ideen für weitere Fragen habt, wenn noch irgendwas auf der Seele brennt, schreibt mir einen Kommentar und ich werde mich drum kümmern. Wir starten mit dem vertikalen Volumen und hier sehen wir pro Zeiteinheit jeweils das entsprechend gehandelte Volumen. Wir gucken uns hier momentan den DAX Future an und im Grunde ist es egal, das ist ein Intraday-Chart und eigentlich ist es egal, was wir hier an Zeiteinheiten sehen, denn das gilt für Stundenchart, für Minutenchart, für Tages- und Wochenchart, also für alles, was wir uns angucken, gilt im Grunde das gleiche Prinzip oder die gleichen Prinzipien, die wir uns jetzt hier im Chart anschauen. Zuerst fangen wir mit einer Markterschöpfung an. Die charakterisiert sich häufig dadurch, dass wir einen Trend haben, der schon relativ weit gelaufen ist. Und dann sehen wir oftmals eine oder eine Folge von 1, 2, 3 relativ großen Kerzen, so wie wir das hier gesehen haben, in Trendrichtung und dazu gepaart mit hohem Handelsvolumen und das zeigt häufig, okay, hier ist der letzte Depp, ist aus dem Markt ausgestiegen, jeder, der hat seine Long-Position abgebaut und da diese große rote Kerze mit dem großen Handelsvolumen, das zeigt dann nochmal so den finalen Ausverkauf, die absolute Aufgabe, da haben die Leute keinen Bock mehr und denken, ach du Scheiße, ich möchte hier im Trade nicht mehr sein, ich verkaufe meine Long-Position und ich lasse meine Finger von der Börse. Und wenn Sie sowas sehen, dann ist eigentlich immer ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Nicht langfristig, aber zumindest ist mal mit einer Gegenbewegung zu rechnen und häufig folgt dann sowas, was wir hier sehen. Man muss aber nicht warten, bis hier so ein grüner Bestätigungsbalken auftritt, wenn wir so ein großes Handelsvolumen sehen und nach Möglichkeit noch an einem markanten Unterstützungsniveau uns aufhalten, dann Feuer frei. Vice versa gilt natürlich das Gleiche auch in einer Aufwärtsbewegung. Also wenn wir einen schönen Aufwärtstrend haben und dann kommt eine große, ungewöhnlich große positive Kerze plus ein hohes Handelsvolumen, dann ist auch hier häufig, okay, der letzte Depp hat die heiße Kartoffel in die Hand genommen und jetzt, wer soll jetzt noch kaufen? Und was folgt, wenn keiner mehr kaufen will? Na, die Leute nehmen Gewinne mit und der Markt fällt oder bewegt sich zumindest erstmal seitwärts. Dann das nächste Phänomen, was wir mit Volumen gut beschreiben können, das sind Ausbrüche aus Seitwärtsbewegung. Und auch hier gilt, das ist ein kurzfristiger Chart im DAX Future, gilt aber für alle Zeiteinheiten, gilt für einen Tageschart, für einen Wochenchart. Wenn wir eine Seitwärtsbewegung haben und der Markt bricht nach oben aus und zeigt noch hohes Handelsvolumen,
Das ist dann ja ein Zeichen dafür, okay, da sind neue Marktteilnehmer, sind jetzt hier eingestiegen. Den Ausbruch haben viele gesehen und erwarten höhere Kurse. Und ja, das ist dann entsprechend häufig ein Zeichen dafür, dass der Ausbruch nachhaltig ist und ja, eine handelbare weitere Aufwärtsbewegung nach sich zieht. Aber es ist natürlich nicht immer so, denn häufig, und nehmt euch ein bisschen Zeit, schaut euch Charts an, egal auf welchen Zeiteinheiten. Wenn ihr einen Ausbruch aus so einer Seitwärtsbewegung seht, die ist häufig mit hohem Handelsvolumen gepaart, aber nicht immer. Dann gibt es noch hohes Handelsvolumen, natürlich in Abhängigkeit von der Zeit. Wenn wir hier uns den wieder mal den DAX anschauen, sehen wir in dem blauen Kästchen hier eine die Zeit zwischen 8 und 9 Uhr. Früher hat ja der DAX mal um 8 Uhr eröffnet. Um 9 Uhr startet dann der Xetra-Handel. Und da sehen wir ganz deutlich, das Volumen zwischen 8 und 9 Uhr ist relativ klein. Um 9 Uhr, wenn dann Xetra eröffnet, dann kommen auch die Großmarktteilnehmer mit ins Spiel. Ja, dann sind einfach die Aktien mit an Bord und da steigt das Handelsvolumen deutlich an. Und das muss man natürlich auch wissen, darf dann nicht irgendwie fehlinterpretieren, oh, jetzt haben wir Erschöpfungskerz oder sowas. Kann natürlich auch, ja, einfach der Zeit geschuldet sein. Und wenn wir gucken, wir haben in der ersten Handelsstunde haben wir relativ hohes Handelsvolumen und aber auch relativ hohe Schwankungsbreite. Je weiter wir hier nach rechts schauen, das Volumen nimmt ab, Mittagspause, na, wer will denn da noch irgendwie groß was machen? Und auch die Schwankungsbreite nimmt ab. Also das ist natürlich auch häufig zu erkennen, hohes Volumen gleich oder oftmals hohe Volatilität. Geringes Volumen, eher geringe Schwankungsbreite. Und das sieht man nicht nur hier im Daytrading, im kurzfristigen Bereich, sondern natürlich auch auf längerfristigen Zeitebenen. Dann haben wir noch das horizontale Handelsvolumen und das sehen wir hier auf der linken Seite, diese Stäbchen, die so in den Chart hineinragen. Und das horizontale Volumen zeigt das Volumen auf jedem Preis. Das heißt, wenn wir gucken hier, 13.770 Punkten, wie viele Kontrakte wurden zu diesem Preis umgesetzt. Und das zeigt hier entsprechend das horizontale Volumen. Und hier können wir auch schön sehen, schon mal dem Volumenprofil so ein bisschen vorweggegriffen. Da mache ich nochmal ein extra Video zu. In so einer Seitwärtsbewegung ist natürlich logisch, dass hier das Handelsvolumen größer ist als in so einer Trendbewegung. Denn in der Seitwärtsbewegung bewegt sich eben der Markt über einen längeren Zeitraum auf einem Niveau und da werden natürlich auch entsprechend mehr Kontrakte gehandelt als in irgendwie einer schnellen Bewegung, wo es dann, hier sehen wir, relativ geringes Handelsvolumen gibt, eben weil der Kurs relativ zügig durch diesen Bereich durchgehandelt wurde. In einer Seitwärtsbewegung oder fängt eine Seitwärtsbewegung an, sehen wir wieder entsprechend höheres Handelsvolumen. Und wie diese Berge und Täler alle heißen und wie man sie zum Handel nutzen kann, schauen wir uns dann in einem weiteren Video an. Das war's erst einmal zum Handelsvolumen. Wir machen noch ein Video weiter zum Handelsvolumen, hier zum horizontalen Volumen. Da gehe ich noch auf das Volumenprofil ein. Für heute war's das aber erstmal. Und ja, jetzt bleibt euch nur eine Wahl. Abonniert den Kanal und gebt mir einen Daumen hoch. Es sei denn, es hat euch nicht gefallen.